Hey Leute, was geht ab, ruhig und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 18 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier um 20 Uhr. 20 Uhr ist die FIFA Mobile Packs Wear Zeit. In den letzten zwei Tagen kam, glaube ich, keine 20 Uhr Folge. Vorgestern hatte ich noch so abends gestreamt. Da ich ja in Köln war, auf der Gamescom, habe ich es nicht zeitlich geschafft, halt für jeden Tag eine 20 Uhr Folge zu produzieren. Deswegen, aber ab heute geht es wieder los, Leute. Ganz klassisch, ganz normal. Jeden Tag 20 Uhr ist ja klar. Wie gesagt, aber ich war jetzt 5 Tage in Köln und habe dann nicht zeitlich geschafft, jeden Tag da für die Zeit 2 Videos vorzuproduzieren. Ich habe die ersten FIFA 19 Videos hochgeladen, Leute. FIFA 19 auf der Konsole, auf der PlayStation 4. Ganz genau. FIFA 19 Mobile habe ich leider nicht anzocken können. Wann da das neue Upgrade rauskommt, das neue Update zu FIFA 19 Mobile, weiß ich leider auch noch nicht. Ich hoffe, ich würde es echt feiern, wenn es sogar, sage ich mal, 2 Wochen später zu den normalen FIFA 19 rauskommt und nicht erst Anfang November, / Ende Oktober. Ganz genau, Leute. Was habe ich denn eigentlich alles verpasst? Schreibt's mal unten rein, ja? Ich habe, wie gesagt, über die Tage auch nicht so FIFA Mobile gespielt in Köln. Wir waren eigentlich fast die ganze Zeit beschäftigt, deswegen. Im Shop, also einmal hatte ich gestreamt abends am Rhein. Da waren auch richtig viele von euch da. Da hatte ich diese Packs geöffnet, diese Schlüsselspieler-Packs, und da hatte ich, das kann ich euch mal zeigen, ich hatte nicht so viel Pack-Luck. Wen hatten wir? Wir hatten einen, wo ist er? Coutinho 83, wir hatten einen Papadopoulos und wir hatten einen Firmino. Es geht klar, aber wir haben trotzdem viel, viel Minus gemacht, aber ja, Leute, wir gehen rein ins Schatzsuchen-Event. Habe ich schon so lange nicht gespielt, das Turnier-Event. Werde ich wahrscheinlich nochmal privat spielen, jetzt heute Abend noch. Vielleicht muss ich mal schauen. Ganz genau, ich werde mir auch jetzt gleich Dortmund gegen Leipzig reinziehen, Leute. Freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Und ja, let's go, wir gehen mal rein hier. Öffnen erstmal ein paar Schätze hier und mal schauen, ob wir vielleicht gut reinstarten. Gleich mal mit einem Spieler. Okay, im ersten leider nicht. Und ich denke, aufgrund der Pause jetzt hier von 3, 4, 5 Tagen werde ich es auch nicht mehr schaffen, alle Besatzungsmitglieder zu bekommen. Das wollte ich eigentlich sagen. Genau, Schatzkarte 3, da bin ich halt noch nicht mal, ja, wahrscheinlich hätte ich durchgespielt die 5, 6 Tage noch, hätte ich es auch nicht geschafft. Ganz klar, weil ich habe nicht so viel Echtgeld rausgehauen für das Schatzsuchen-Event, und wenn man halt alle Spieler holen möchte, muss man Echtgeld raushauen. Genau, Mkhitaryan, denke ich mal, werde ich aber noch schaffen. Ach, wie viele Dublonen brauchen wir? Wie viele Dublonen? 200, also 5 Schätze muss ich da noch abholen. Wir werden erstmal ein Skillspiel machen hier, das erste Event. Und dann auf jeden Fall noch die 3 versus Angriffsspiele. Da habe ich nämlich mega Lust drauf und ich hoffe, dass wir hier gleich mal quasi zum Comeback hier, zum FIFA Mobile 20 Uhr Comeback. Es gab jetzt, glaube ich, eine Folge nicht, ne? Eine Folge, ja. Genau. Bim, 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 bim. Und dann nochmal hier. Was sagt ihr zum Bundesliga ersten Spieltag? Jetzt lupfe ich über das Schiff. Also, ich fand den Bundesliga-Spieltag okay. Hätte mir weniger Videobeweise gewünscht. Genau. Das kann ich dazu jetzt mal sagen. So, Skillspiel haben wir, sind wir damit durch. Die 10 Skillspiele mache ich auch noch nachher. Privat, die muss ich ja jetzt hier nicht mit euch gemeinsam machen. 42 mache ich auf den Wegkarten, haben wir auch noch. Also, wir können doch ordentlich Dublon holen, so ist es jetzt nicht. Aber die muss ich halt, ich denke, ich werde auch dazu kein extra Video machen, wie ich meine 42 mache ich auf den Wegkarten benutze. Weil, ja. Oder wollt ihr sehen, wie ich da 30 Packs öffne von den Schatzpacks hier? Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Also, ich denke, also laut jetzigen Plan werde ich das nicht machen. Aber wenn ihr es sehen wollt, könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Das ist ja klar. Wie gesagt, auch immer Vorschläge, alles Mögliche. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich bekomme das eigentlich meistens mit. Auch wenn ich nicht jedem Kommentar antworte, auch wenn ich nicht jedem Kommentar ein Herz gebe. Aber ab und zu gibt es mal eine Reaktion, ganz klar. Und ich lese eh alles, Leute. Ich lese eh alles, deswegen. Ja, so. Nächster Schatz haben wir jetzt einen Spieler auch nicht. Ich hoffe, der Schatz ist jetzt nicht so weit weg. Ja, okay, dann holen wir den auch noch den nächsten ab. 3 nur entfernt.
Keine Sorge, die Versus Angriffsspiele machen wir heute noch, Leute. Nicht, dass ihr jetzt schon wieder Panik habt. Ah, er macht die Versus Angriffsspiele nicht. Nein, nein, Leute, ich mach sie noch. Keine Sorge, keine Sorge. So, nochmal nach oben. Und zack. Und wieder kein Spiel. Auch EA. Macht doch jetzt kein Auge. Jetzt gibt uns doch mal, oder gibt uns hier mal so ein Meisterspiel. Das wäre nice. Und wahrscheinlich werden wir jetzt rausgekickt, weil es ist Sonntag und Sonntag sind die, keine Ahnung. Also mir kommt es irgendwie so vor, als würde ich Sonntag am häufigsten rausfliegen. Ob das Zufall ist, weiß ich nicht. Aber ich könnte, man könnte es natürlich darum beweisen oder unterlegen, untermauern, wie man so schön sagt im Deutschunterricht, dass halt Sonntag viele spielen und deswegen sind die Server überlastet und deswegen wird man halt schneller rausgekickt. So kann ich es mir vorstellen. Ob das stimmt, weiß ich halt nicht. So. Jetzt ist der da unten. Jetzt benutze ich mal hier eine Mach dich auf den Weg-Karte. Bam, bam. Vielleicht können wir sogar noch einen Spieler. Ja, müssen wir mal schauen. Aber eigentlich. Jawohl, wir haben einen Spieler. Fortune 86. Boom, sehr schön. Sehr, sehr schön, sehr schön. Wo ist der nächste Schatz? Okay, da benutze ich auch wieder. Mach dich auf den Weg oder fahre zum X. So. So, Lilly. 25.000 Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte nehme ich natürlich auch sehr, sehr gerne mit. Hier sind aber... Oh, hier war leider kein, ja. Hattet ihr eigentlich schon mal zwei Spieler in einem Pack, Leute? Geht das überhaupt? Hä? LOL. Der nächste Schatz ist genau da, wo ich stehe. Haha, geil. Herrlich, ey. Herrlich, herrlich, herrlich. Sehr, sehr geil. Genau, und wenn ihr euch jetzt eigentlich fragt, wieso es keine Facecam gibt, Leute, ich bin einfach, Leute, ich bin gerade erst, was heißt gerade erst, ich bin so circa vor einer Stunde gekommen aus Köln und ich hatte einfach keine Lust, jetzt hier noch die Facecam anzuwerfen, aber... da schon ein paar nachgefragt haben gestern und halt auch heute schon kommentiert haben, ist eigentlich bei euch die 20 Uhr Folge in der Abo-Box gewesen. Leute, ich habe leider keine Folge gestern hochgeladen, das war das Problem. Wie gesagt, aber heute wieder am Start und morgen auch wieder ganz normal mit Facecam. Genau, 108 gegen 108, das wird interessant. Let's go. Ich muss erstmal wieder reinkommen, Leute. 5 Tage jetzt hier nicht FIFA Mobile gespielt. Also nicht so wie sonst immer. Sagen wir es mal so. Zack, 2-0. Aber es sieht gut aus. Jawohl, der Lupfer geht auch rein. 3-1. Natürlich läuft hier alles über R9. Der Keeper kommt wieder raus. Da lupfe ich natürlich wieder. Da kenne ich nichts. 4-1. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. De Bruyne mit dem Longshot. Nein. Salah, nein, jetzt. Jetzt mache ich gar nichts mehr. Och man, ey, ich habe so gut angefangen und jetzt mache ich keine Tore mehr. Och klar, die Ecke geht nicht mehr rein. Der kommt zwar zum Kopfball, aber der Kopfball war alles andere als gut. Den muss ich reinmachen. Den mache ich auch rein, 5-3. 30 Sekündchen noch hier. Ja, okay. Richtig starker Pass von Marco Reus. Kann man mal sagen hier. Das kann man mal sorgen. Komm, Reus. Hey, Elfmeter. Herr Schiedsrichter. Alter, Herr Schiedsrichter, das ist ein Elfmeter. Ey, was soll denn das? Jetzt kriege ich eine Ecke. Ballverlust beim Gegner. Komm, die Ecke muss rein. Und dann haben wir eigentlich, denke ich mal, unentschieden safe. Wenn nicht sogar hier, ist es der Sieg, Leute. 6-4. Wir gewinnen das erste Spiel. Sehr schön. So kann es natürlich weitergehen. Ich hoffe auch, dass wir das zweite und das dritte Spiel noch gewinnen. Wir werden erstmal jetzt wahrscheinlich rausgekickt, oder was? Okay, werden wir nicht. Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. 8 legt los, Pünktchen. Gehen wir rein, sofort ins zweite Spiel. Wir haben auch schon den zweiten Gegner hier gefunden. Was hat der für eine Mannschaft? Fragezeichen. Ja, na, lädt. Es
Lied. Alter Falter. Alexis als Besatzungsmitglied. Starkes Team. Muss man sagen. Devil. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich hier gegen dich gewinnen kann, mein Junge. De Bruyne. Mit dem Freistoß und De Bruyne. Und das kostet ganz, ganz, ganz viel Zeit, weil der Ball noch im Spiel bleibt. Und Roberto Carlos. Ja. Okay. Also manchmal frage ich mich echt, wie FIFA Mauber hier das macht. Manchmal ist Roberto Carlos mit vorne, manchmal ist er überhaupt gar nicht zu finden auf dem Platz. Genauso mit Ronaldo oder mit den Stürmern. Manchmal ist Ronaldo immer vorne drin und manchmal, keine Ahnung, spielt man hinten rum und selbst hinten ist Ronaldo nicht zu sehen. Das kennt ihr doch auch sicherlich. Alleine schon bei den Challenge-Versuchen hier mit Sandro Wagner und so, da hat man es perfekt gesehen mit Sandro Wagner. Wir wollten immer Sandro Wagner anspielen und kein Sandro Wagner war in Sicht. Bam, 3-3. Den Gegner bloß nicht davonziehen lassen hier. Komm, 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 komm. Reus. Jawohl, 4-4. Komm, Salam. Netz ihn ein, der hätte reingemusst, der hätte reingemusst. Wenn er jetzt das 4-6 macht, dann denke ich mal, werden wir nicht mehr gewinnen. Er macht das 4-6, ich habe noch eine tolle Chance, die muss ich jetzt ganz schnell reinmachen. Und jetzt habe ich noch eine Chance, um das Unentschieden rauszuholen. Ansonsten haben wir hier leider das zweite Spiel verloren, ob der Keeper jetzt da dran gekommen wäre. Ich denke, der Ball wäre genau in den Winkel gegangen, ob der Keeper da noch gehechtet wäre und den Ball rausgefischt hätte. Ja, wie sagt man so schön, hätte, Fahrradkette, keine Ahnung, weiß man nicht, Leute. FIFA Mobile pfeifte einfach in der letzten Sekunde ab, eine Sekunde länger und wir hätten es gesehen, ob wir da wenigstens das 6-6 noch rausgeholt hätten und somit 5 Punkte bekommen hätten, also unentschieden gespielt hätten, hätte. Ja, letztes Spiel, Leute, letztes Spiel, let's go. So, gegen 109er, ich habe das Team jetzt nicht so wirklich gesehen, Dele Alli ist da auf dem Spielfeld, das sieht mir da sogar noch ein, hat der auch einen R9? Ich habe es leider, Leute, das Gegnerteam, ich habe da nicht hingeguckt. Uff. Starker Abschluss, aber der Keeper war auch noch, also ein starker Abschluss, aber noch eine stärkere Parade vom Keeper, so kann man es sagen. So, 1-0. Flanke, Reus, Netz ihn, 2-0. Das sieht doch schon mal wieder gut aus. Das könnte das 3-0 sein und das ist auch das 3-0. Ja, 4-0. Wenn der Gegner jetzt nicht mal langsam anfängt, Tore zu machen, gerade sage ich es, und jetzt macht er das erste Tor. Ja, 5-1. Ja, komm, let's go, Mann. Mané. Nochmal mit dem Rainbow. Spielen wir rüber. Nein, wieso lupfte? Ach du Heilige, was war das denn? Ich hätte es einfach mit Mané alleine probieren sollen. Zack, 6-3. Komm, Pellegrini. Ein Tor muss ich noch machen. Ein Tor. Hört auf hier. 6-5. Nein. Macht er noch das 6-6, Leute. Spielen wir unentschieden oder gewinnen wir 6-5? Das ist die Frage. Und wir gewinnen. Jawolski. Wir gewinnen das letzte Spiel, Leute. Und so kann man doch eine Folge jetzt hier perfekt beenden, Leute. Wenn sie euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bin raus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Morgen geht's weiter mit FIFA Mobile um 20 Uhr und um 17 Uhr. Vielleicht ich bewerte eure Teams oder ich glaube, ich habe noch ein FIFA 19 Video am Start auf der Festplatte. Mal gucken, was ich damit mache. Ich denke mal, eventuell wird es das vielleicht morgen um 17 Uhr kommen oder vielleicht ich bewerte eure Teams. Lasst euch überraschen. Ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.